finde es wunderbar. Bin das dritte Mal hier. Beim ersten Mal war es noch ein Major. Ja. Das finde ich natürlich schade, dass es das nicht mehr ist. Aber ansonsten, Event ist immer schön. Mhm. Nur verbringe ich viel zu viel Zeit damit, Unterschriften zu sammeln. Und sehe deswegen halt zu wenig Spiele. Ich war jetzt mal, ich musste lügen, vor 10 Jahren beim Internet Friday Night Game mal vor Ort. Als damals. Das ist eine lange Zeit. Ein bisschen her, der deswegen. Aber das ansonsten hier ist quasi das zweite Jahr. Attraktiver gemacht, das ist schön. Es ist schön, dass das Ganze so wächst. Schade, dass ich quasi jetzt vom Alter her, ne, dass man jetzt quasi das Ganze erst wächst. Vor 10 Jahren wäre es ein bisschen geiler gewesen. Aber alles in allem natürlich sehr schön. Ja, die Community wächst und es ist nicht mehr ganz so neutral im Internet, sondern so, ja, kriegt so ein bisschen Flair rein. Ne? Ich glaube, wenn man nur die ganze Zeit in der Halle sitzen würde und darauf wartet, dass es Spiele sind. Ich finde gut, dass man hier auch Sachen ausprobieren kann, dass einem Sachen vorgestellt werden. Der Shop ist geil, dass man da vorbeigucken kann. Und auch die ganzen außenrum mit diesem Mario Kart oder dem Rodeo-Reiten ist alles ist sehr lustige Nebenbei-Veranstaltung sozusagen. Ja. Beim Big Sieg am Freitag war schon absolut überragende Stimmung. Da unten ist Bier geflogen, geflossen. Es wurde Stimmung gemacht, die Jungs sind abgegangen. Und gestern ist es einfach noch mehr eskaliert und danach die Aftershow-Party, da ging es halt gerade weiter mit den Leuten. Ein paar englische Fans dran, die sich gefreut haben, dass nicht nur im Fußball dieses Jahr was geht, sondern auch ein bisschen so. Aber nee, war cool auf jeden Fall, also freut uns. Aber ich denke, jetzt heute wird dann schon Schicht im Schacht sein. Both CT players removed from the site. One being 60 HP, but now zero. No kit, Matt. And the bomb's too far gone. I think Croman's pulled off the impossible task. That is absolutely amazing! Absolutely everything. He's done damage. Can he find anything more? Needs backup. Can't get it. The bomb has gone down. And Tizian left in the 2-on-1. He's got an M4 picked up, though. He's got the hold. First one down! Finds nothing. Edward, the last line of defense now. Can he find both frags? He can't, but Simple, that should do it, man. The bomb's down the pit. I don't think there's even time to win the round, but Simple. Okay. Next, good start. Gets the M4. Goes back out, goes through and finds Simple. Chance in it as he actually shuts down Electronic! And the story might be over. It's all got big. He gets one kill. It's to Salvation at this point. Another, but it's all done, surely, as they wrap around. Electronic fittingly finds the last kill. 16-8, Navi will pick up, finally, a trophy.